Hallo und herzlich willkommen zu Baldur's Gate 3. Ja, und wir haben ja wieder Leute verkloppt, die frech waren. Wieso ist denn der rot? Ist mir egal, ich brauch das. Die denn hier? Leute verbrannt? Magier. Malga Catwell. Die haben Leute verbrannt hier. Fiesen Schweine. Ups, ups. Ein Gildenring. Mit diesem schweren Silberring sind Edelsteine aus. Okay. Keine sozialen Aufrufe mehr. Leute, das ist kein Witz mehr. Neunfinger will, dass der Eingang abgeriegelt wird, bis die Sache mit dem Steinfürsten erledigt ist. Kunden und Freunde von euch müssen sehen, wo sie bleiben. Wir haben bei den Unruhen an den Docks nichts geschlossen. Nicht geschlossen. Wir haben für den Hängewürger nicht geschlossen. Also bekommt das in eure Schädel. Die Lage ist ernst. Jemand soll das Tusgrund vorlesen. Schlüssel zur Luke der Gildenhalle. Okay. 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 Ach so, ja, hier der Eingefrorene. Der ist oben. Was war denn das jetzt gerade? Schon hier. Okay. Keine Ahnung, was das ist. Warum die das da mit ihrem Leben beschützt haben, ist mir komplett schleierhaft. Scene not open to public by order of the Flaming Fist. Okay. Why don't we... The humble home of Frank Peartree. Okay, für ihn kommen wir wohl zu spät. Kann das sein? Left, left, right. Down the stairs and was it upstairs? Da ist eine Seelenmünze drin. Ja, gut, da müssen wir durch. Dieser blutige Zettel wurde von unsteter, aufgeregter Hand beschrieben. Ihr mischt euch in Dinge, die euch nichts angehen, Birnbaum. Die Feuerspucker des Fürstlings in meiner Stadt zu verteilen, abstoßend. Sie hinterlassen kein Blut, nur Leichenasche. Die Sache ist ganz und gar stillos. Ich wandle durch euren Keller, während ich diese Worte schreibe. Der ist wirklich groß, geräumig. Man wird nie alle Fetzen von euch finden, wenn ich sie hier gut verteile. Spannender Scheiß.
Ey, ihr habt gerade was entdeckt gehabt. Zahlreiche tiefrote und bräunliche Spritzer zieren dieses Stück Pergament. Wer sich dem Tribunal des Morgengottes stellen und den Tempel des Baal betreten will, muss die Ziele auf dieser Liste töten und die Morde dem Kult der Absoluten anhängen. Bringt die Hand des Opfers als Beweis für ihren Tod mit. Schreitet im Blut, Aspirant. Ja, das kennen wir nur schon. Haben wir alles schon. Ja, haben wir. Das ist aber fies, ne? Ich habe nur mal eben das Ding gelesen und jetzt kann ich die... Da. Wollte schon sagen. Schlüssel zu Birnbaums Truhe. Okay. Wo ist die? Was ich leider mitnehmen, sind Beweise. Was unten hart... Plumladon sagt uns, dass Grauhafen einst ein kleines Küstendorf war, bevor Balduran mit seinem Seeschatz zurückkehrte und dort eine große Stadt gründete. Doch die riesigen unterirdischen Ruinen, die unter dem Kanalisationssystem unserer modernen Stadt verborgen liegen, erzählen eine ganz andere Geschichte. Schon eine Ewigkeit, bevor Balduran seinen Seeturm errichtet hat, gab es in der Bucht des unteren Korinther eine Stadt, eine Metropole großer Boulevards und zum Himmel geöffneter Türme aus Granit. Dann kam es zu einer unbekannten Katastrophe, welche diese Türme bis aufs Fundament spaltete, ehe der Fels sie verschluckte. Wer waren diese vergessenen Leute, die in dem Zeitalter von Balduran gelebt haben? Und viel wichtiger vielleicht, wer oder was lebt noch heute in den Ruinen dieser Hafenstadt unter uns? Welche Dinge, Kreaturen oder Geschöpfe lauern tief unter unseren Straßen und trachten sie womöglich nach unserer Welt an der Oberfläche zu erobern? Interessant. So. Okay. Eine Handarmbrust und da ist eine... Don't give me trouble now. Er ist so knapp. Alter. Er ist heute nicht ein Tag der Würfelei, ne? Ach Gott. That corpse is huge. Aber wie? But is that a burning heart? Das Abbild von Yagajura, der seine Sterblichkeit verbrannt hatte. Welchen Nutzer hatte sein Herz? Er hielt sich für einen Titan, starb aber nach seiner Mutter flehend. Darunter steht eine übertriebene Unterschrift, verfasst im Blut, Orin die Rote. Abgetrennter Narrenarm. A clown's arm. Dribbles, no doubt. Ja, okay. Wer ist das? Okay. Ein Angebot. Sehr geehrter Herr Birnbaum, eine hübsche Ecke habt ihr euch da auserkoren um euren, bei euren Mitteln. Mir gefällt das, gefällt euer Haus, Frank Birnbaum. Doch wie der Arme zum Priester sagte, als er in die Kathedrale blickte, da ließe sich noch was machen. Deswegen schreibe ich euch. Seht ihr, ich hätte ein Angebot für euch, Frank. Ich nenne eine erhebliche Menge infernalischen Eisens mein eigen, dessen Provenienz nicht zur Debatte steht. Wichtig ist, ich werde Unterstützung brauchen, um die daraus geschmiedeten Waffen, sagen wir, in die unteren, bunteren Bereiche der Stadt zu bringen. Aufgrund eurer diversen interessanten Kontakte in Balustor betrachte ich euch als unvergleichlich geeignet für dieses Unterfangen. Fügt mich diesen Kontakten hinzu, Frank.
Ihr werdet es nicht bereuen. Eine Hand wäscht die andere. Ich melde mich wieder. Erwägt meinen Vorschlag. Vertrauensvolle Grüße, Enver Grotasch. Okay, der gute Grotasch. Dieses Buch ist ein Ratgeber, mit welchen... kennen wir schon. Not bad. I've had better days. And worse ones. Aha. Seelenmünzen. Akademische Transparenz. Kennen wir auch. Und du bist überladen, Schatz. Welch ein Zufall. Führung des Erzherzogs, Überwachung. Eine Broschüre der ehrenamtlichen Kampagne Grotasch als Herzog. Als Herzog wird Grotasch oberste Priorität, die Überwachung sein, um sicherzustellen. Kennen wir auch. Entfesselte Höllen. 9 Schritte zu seinem infernalischen Thron. Dieses Kapitel führt die 9 Ebenen der Höllen auf, ihre Herrscher und das Wesen des rituellen Gegenstands, der nötig ist, um einen Blick auf die jeweilige Ebene zu erhaschen. Avernus, Erzherzog Zariel. Ja. Ja. Ist gut. Ein Reiseführer über Avernus. Dieses Buch bietet anspruchsvollen interplanaren Reisen einen Überblick über Avernus, die erste Ebene der 9 Höllen. Die Abschnitte über die Geografie und die Bewohner bestehen hauptsächlich aus bereits bekannten Fakten über das Schlachtfeld und die Kämpfe des Blutkriegs. Der Abschnitt über die Politik der Ebenen ist voller Fußnoten, Einschränkungen und Anmerkungen. Er versucht, die Befehlskette unter Erzherzogin Zariel zu erläutern. Doch diese ändern sich laufend. Denn ihre vielen Kommandanten steigen in ihrer Gunst oft kometenhaft auf und stürzen ebenso schnell wieder ab. Okay. Er ist hier wirklich. Nimm mal mit. Was der hier für Fliegen, ne? So, Schatz, komm her. Wir müssen mal eben. Ich kann das leider nicht wegwerfen, weil ich brauche die Kohle. Karlach. Nix. Nix. Was ist das? Aha. In diesem Buch sind An- und Verkäufe rund um Grotaschs infernalische Waffen verzeichnet. Käufe infernalischen Eisens aus diabolischen Quellen, dessen Verwendung beim Schmieden verbesserter Waffen und Rüstungen sowie Lieferungen und Verkäufe über Grotaschs Netzwerk und andere Großhändler wie die Zentarim und die Ritter des Schilds. Der letzte Eintrag lautet wie folgt. Nachricht an Fürst Grotasch. Offenbar bricht die Ritterorganisation zusammen. Die Verkäufe an sie nehmen rapide ab. Der Verlust wird durch Lieferungen an unsere neuen Kontakte in An jedoch mehr als wettgemacht. Und die Quittung aus Adkatala nächsten Monat wird alle glücklich machen. Birnbaum. Der Typ, der hat also krass mit Dings zusammengearbeitet. Was ist das? Hier, guck. Schön. Nochmal zweimal Infernale. So, und was ist das? Panzerplattenrüstung, mittlere Rüstung. Puh. Kurzschwer. Muss ich mal gucken, vielleicht kann Shadowheart was damit anfangen. Was ist das? Kurzschwert. Hm, leicht. Finesse, 8 bis 13. Die können wir eigentlich selbst gut gebrauchen, ne? Alter. Muss ich alles mitnehmen? Ja, ich weiß. Hilft aber nichts, Schatz. Wir brauchen alles.
Nix. Na gut. Was ist das hier? Ein Schild. Nimm mit. Du brauchst das alles, wirklich. Meine Dankbarkeit. Lieber Frank, ich schreibe euch, um meine tiefste Dankbarkeit zu bekunden. Der Waffenverkauf läuft wie eine polierte Krone. Glänzend. Dieser Erfolg ist zur Gänze euch zu verdanken. Ihr seid ein Schatz. Gerne möchte ich euch an mich reißen und umherwirbeln. Wie ihr lachen würdet, Frank. Natürlich würden die Leute uns für Tutteltäubchen halten. Und wirklich, ich liebe euch, Frank. Ich liebe jeden, der bereit ist, mehr glitschig schlängelnde Bosheit in die Welt zu bringen. Und dies tut ihr, indem ihr meine Waffen in willige, zupackende Hände bringt. Vertrauensvoll, Enver Grotage. Ja gut, dann bin ich jetzt gar nicht so traurig, dass wir den Typ offensichtlich nicht retten konnten. Oh. 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 Schon lange nicht mehr gesehen. Ein Beutel. Aber ansonsten haben wir ja alles. Okay, der ist auch leer. Hafner. Schattenbrüten. Kennen wir auch. Die berühmte oder vielleicht berüchtigte Söldnertruppe namens Flammende Flaust ist in Baldurs Tor für die Strafverfolgung in der Unterstadt und der Vorstadt zuständig, einschließlich Würmbrücke. Doch was ist mit der exklusiven Oberstadt, der Heimat der Reichen und Mächtigen? Dort wird die Ordnung von einer sehr disziplinierten Organisation gewahrt, die nur die Wache genannt wird. Die Fäuste verspotten sie zwar als Spielzeugsoldaten, die als Leibwache für die Patriarchen der Stadt dienen, als geleckte Hochstapler, die sich die Hände nicht im Kampf gegen echte Verbrecher schmutzig machen, doch die Wahrheit ist ganz anders gelagert. Wie man schnell erfährt, wenn man in der Oberstadt gegen das Gesetz verstößt. Die Wache ist gut ausgebildet und darf zur Verteidigung von Patriarchen tödliche Gewalt anwenden, womit wir bei der Stahlwache wären. Diese neuen scheppernden Automaten, die denselben Namen tragen wie die Hüter der Oberstadt, bisher aber nur zur Unterstützung der Flammenden Faust eingesetzt wurden. Ihr Schöpfer Fürst Grotage hat gesagt, dass seine Wächter zum Schutz von ganz Baldurs Tor beitragen sollen. Doch der Marschall der Wachzitadelle ist offenbar skeptisch und wartet auf Beweise, ehe er in eine Rolle in der Oberstadt zugesteht. Okay. Ist in Ordnung. Mutige kleine Kimmerbeth. Ich weiß nicht, wer das ist. Nix drin. Hat aber hier das Gedärm da hier bis sonst wohin gezogen, ne? Warum ist denn hier immer noch? Frank Birnbaum. Ja, vielleicht sollten wir noch mal mit ihm reden. Regards you lifelessly. Was ist euch zugestoßen? Mörtet. Mhm.
Wer hat euch getötet? Bastard, Dwarf, Red Shirt. Mhm. Was habt ihr getan, als ihr starb? Making me soup ruined now. Ja, ist klar. Warum wurdet ihr getötet? The corpse remains silent. It does not know. Ja. Woher kommt er? Basilisks. Barracks. Got injured. Discharged. The spell's power wanes. You can ask no more questions. Frank Birnbaum. Ich denke, wir haben ja alles, ne? Ah, hätte ich die Luke gar nicht knacken müssen. Kennen wir auch alles. Ja. Ich verstehe nur nicht, warum... der Questmarker immer noch da ist. Wir haben erfahren, dass die Stahlwächter in der Gießerei der Stahlwache montiert werden, die sich in der Unterstadt bei den Docks befindet. Okay. Why don't we just retrace our steps? Great idea. Do you remember which way we came? Left, left, right. Down the stairs and... oh, was it up the stairs? Ja, sollten wir auch. Wir konnten Cora Hochbär vor einem ballistischen Serienmörder retten, der als Weinhändler verkleidet war. Der nächste auf der Liste von Zielen ist Figaro Warfeld. Wir müssen ihn aufsuchen, ehe es der Mörder tut. No, no, you mustn't. The city is full of criminals. We can't let them know we're vulnerable. Wir haben Schnibbels Arm gefunden, na gut. Ja, alles gut. Wo ist denn das? Cora, okay. Der bleiche Elf. Ja, das kannst du aber knicken. Ich habe hier erstmal den Magier von Tiefwasser. Und da... suche das Nachtlied? Okay. Okay. Allerdings, weil alle ein bisschen gelitten haben, machen wir eine Rast. Du kleines Arschloch, ne? I brought my own paring knife. Now I just need some ingredients and I'm gonna make something really good, I promise. Mhm. So, was ist mit euch beiden? Alles gut? How can I help? Das mal gar nicht. Und du, Sterren? Well, hello. What can I do for you? Ja, ich habe da den Casador in der Nähe, aber du musst erstmal noch hier bleiben. Carla. Copper for your thoughts. Alles gut, Carla. Obwohl, eventuell könnten wir ja auch hier... Carla schlägt ordentlich zu, das ist...
So Bell's chosen is a doppelganger. I should not be surprised. They have ever been among his favorite servants. Hmm. Orin is testing you. Either she thinks herself a predator playing with her food, or she fears what you might do. She spoke to you in a rather familiar fashion. More shapeshifter mind games, I suppose. Ihr scheint Erfahrung mit Doppelgängern zu haben. This all begins to ring a little too familiar for my liking. The last time I fought doppelgängers, the Bellspawn Serevok was using them to subvert the city government, aid his rise to power. But Orin, he's more predator than politician, I think. She simply wants to make us feel hunted, isolated. Tell the Lordling that Orin is watching. Seems that Gortash and Orin have had a little falling out. We should leverage that. Weißt du was? Ich nehme dich mit. Karlach, du musst kurz mal aussetzen. Schatz. Copper for your thoughts. Ja, hör mal, du musst erstmal hier bleiben. Really? Ja. Really, really? Ja, ja. Tut mir leid. Oh, fine. I'll be here eating dirt or whatever. Ja, aber du kommst wieder mit. Du kommst wieder mit. Gar keine Frage. Gar keine Frage. Aber einmal möchte ich wenigstens hier mit Jahira. Watching gods. But I never thought I would be happy to see this city again. Much less to smell it. The Harper safe house I spoke of is on the bridge at Worms Crossing. Danthelon's dancing axe. Ja, genau. Deswegen nehme ich dich mit. Was hofft ihr dort gleich zu finden? Information. The Chosen have a head start on us. I'd like to know what they've done with it. Ja. Gut. Dann kommt as mit. As you wish. Ja, ist natürlich so eine Sache dann, ne? Gut. Scratch's tail wags enthusiastically. Scratch's tongue lolls out happily, his tail wagging even faster. Jetzt. Whatever it takes. Jahira, zeig her. Was haben wir da? Auch ein Druide. Okay. Ja, Druide. Zirkel des Landes. Zirkel des Mondes. Sporen. Okay. Ich glaube beim Helsen haben wir Mond gemacht, ne? Machen wir mal bei ihr hier das. So, göttliche Führung. Resistenz. Nehmen wir das. Vielleicht hilft mir das dann auch. So, was haben wir hier? Wunden heilen ist gut. Verstricken. Ist auch gut, ne? Was ist das? Beeren. Kannst du auch mit heilen. Donnerwoge. Ja, die scheinen alle ganz gut zu sein. Nehmen wir. Alles klar. Du hältst immer
Arktisch. Passives Merkmal. Du erhältst Personen festhalten und Dornenwuchs. Spiegelbilder und Nebelschritt. Verschwimmen und Stille. Rindenhaut und Personen festhalten. Unsichtbarkeit und spurloses Gehen. Spiegelbilder und Dornenwuchs. Melf Säurepfeil und Dunkelheit. Spinnennetz und Nebelschritt. Spiegelbilder und Nebelschritt. Ich glaube, die sind beide besser, ne? Wenn du auf Zauberer triffst, kannst du die erstmal damit der Stille kannst du ausschalten. Aber Spinnennetz und Nebelschritt. Kannst du festhalten. Aha. Komm, nimm das. So. Dann gibt es hier was Neues. Was ist das? Schutz vor Gift. Spurloses Gehen. Flammende Sphäre. Flammenklinge. Metall erhitzen. Metall erhitzen. 2 bis 16. Dornenwuchs. Rindenhaut. Mondstrahl. Brauchen wir. Nimm die Beere raus. In den Mondstrahl rein. Windstoß. Ist sogar noch Schallschaden dabei. Ist gut. Schwache Genesung. Dann nehmen wir das. So, was hat sie jetzt hier? Stufe 4. Flammen erzeugen. Ja, dann nehmen Resistenzen. So. Waffenmeister. Sollen wir es hier so eine Weise machen? Ganz Weisheitsrettungswürfe immer schön. Ist gut. Voll. Ist vielleicht auch nicht verkehrt, ne? Ich hasse das nämlich, wenn die da gelähmt sind oder sonst was. Wurden wir auch. Achso, jetzt darfst du noch einen aussuchen. Achso, ne, das sind andere. Gasförmige Gestalt und stinkende Wolke. Stinkende Wolke und Vampirangriff. Blitz und Flug. Tageslicht und Hast. Pilze herbeirufen. Ach, Blitze aber. Pilze. Und Pflanzenwachstum. Schutz vor Energie und hypnotisches Muster. Schneesturm und Blitze herbeirufen. Nehmen wir Küste. Pflanzenwachstum. Schutz vor Energie. Totstellen noch da drin, ne? Vielleicht nicht verkehrt. Mit Tageslicht kann ich irgendwie nichts mit anfangen. Dann nehme ich Rüstung erhitzen mit rein. Dornenwuchs.
Ist gut. Astrein. Schwachen Elementaren, Eissturm. Bewegungsfreiheit und Verwirrung. Plage und Feuerband. Schwaches Elementar, Beschwören, Schlingranke. Bewegungsfreiheit und Verwandlung. Steinhaut und Tier beherrschen. Plage und Schlingranke. Mächtige Unsichtbarkeit und Tiere beherrschen. Mächtige Unsichtbarkeit. Da kann die ewig und drei Tage unsichtbar bleiben, ne? Wenn sie die Rettungswürfe gewinnt. Ne? Nehmen wir. So, Schauspieler, wachsam, Athlet, Stürmer, Armbrustexperte. Wenn du mit einem Nahkampfangriff wirst, während du eine Finesse-Waffe führst, in deren Umgang du geübt bist, kannst du deine Reaktion einsetzen, um deine Rüstungsklasse um 2 zu erhöhen. Wodurch der Angriff möglicherweise scheitert. Ich glaube, das ist gut. Weil ich glaube, oder? 2 Waffengänger, du kannst mit 2. Ich meine, das machst du sowieso. Gewölbeforscher, elementarer Adept. Komm, wir nehmen den Defensiven. Ja. Eissturm. Alles gut. Nehmen wir so. Wunderbärchen. Ich hoffe, ihr schlagt nicht die Hände über den Kopf zusammen. Du kannst Kälte, Kegel und Ansteckung wirken, okay? Elementarbeschwören, vollständige Genesung. Steinwand und Insektenplage. Massenwunden heilen und Ansteckung. Vollständige Genesung und Insektenplage. Steinwand. Ich glaube, da finde ich das besser, ne? Vollständige Genesung und Insektenplage. Lecker. So, und dann haben wir hier nochmal ein Dings. Das ist gar nicht verkehrt, ne? Ja, nehmen wir. Okay. Ich habe leider komplett und überhaupt gar keine Ahnung, was zu tun ist hier, ne? Elementar beschwören. Ja, finde ich gut. Fetten Elementar. Bindung der Ebenen. Ziele auf eine andersweltliche Gradierung und verbinde ihr Bewusstsein mit deinem. Sie folgt dir und kämpft als dein Verbündeter. Ja. Steinwand und Ansteckung. Ne, wir nehmen hier, wir nehmen den. Alles gut. Wunderbärchen. Still breathing, despite everything. Will? Good. I was just starting to miss the sound of your voice. Oh. Of course. I suppose you've earned it. Will, what hast du? Will's mind links with yours.
he learns of Mizora's meddling and Eltan's defeat. Curse that rotten devil and her forked tongue, setting Eltan against me. We felled a potential ally, but it's Mizora's hands that are stained with the blood. Gods above. If any good's come of this battle, it lies in that legend. O Baldurin, founder due veneration. His guardian dragon Ansur, tremendous in worth. A savior below, our eternal elation. Wie wäre es mit einer Übersetzung? Consider this. To Wormway neath prison's deepest level. That must mean Worm's Rock Prison. That's where we'll find the entrance to this Wormway. Then this. With the shock of a true hero's spark flickers, the torches alight, and Worm's eyes shall awake a glitter. To open the way, we'll need to spark torches. This dragon Ansur was Baldurin's ally. We'd be fools to let him sleep while the dead three's chosen raise the city. Uh-huh. Ja, gut. Und du hast schon wieder Unfug gemacht? Something on your mind? You know exactly what's on my mind. Cordula, Eltern hat uns in der Unterstadt abgepasst. Was bei den Höllen habt ihr ihr gesagt? Why only the truth? That you bear the blame for the Duke's untimely demise. Such a loyal servant of the city, so eager to hear of your exploits. Tell me, darling, how is she? Ihr wagt es, euch einzumischen? Ich trage keine Schuld an Revengards Tod. Glower all you want. I was merely laying the path to Will's success. With the Duke and his closest confidants gone, someone will need to step up in their absence. A man with the spirit of a dragon. His only son, perhaps. Mizora. Das ergibt sogar auf irgendwelche Art und Weise sogar Sinn. Halsen. I never quite realized how burdened I was until I met you. The threat of the Shadow Curse, the politics of the Grove. I was forgetting who I was. But you lifted the fog. Thank you. Ach, kein Ding, großen. Keiner. You're too modest. I wager you don't even know how extraordinary you truly are. But I do. I have lived a very long time. I have taken many lovers. My heart does not stir lightly. But it does now. Aha. Was wollt ihr mir damit sagen? I want more than to fight at your side or sit around the campfire with you. I want to lay with you under the stars and feel your skin against mine. Uh-huh. I think you feel the same way. Once the power of the Shadow Curse was broken, the connection was undeniable. We both felt it. But tell me I'm wrong, and the matter can rest. I do not wish to sour our friendship, but I have to know if it can be something more. Digga, also von den Typen hier bist du mit Sicherheit der Ansprechendste. Und ich kann mein Interesse sicherlich nicht verhehlen.
Doch ich bin bereits in einer anderen Beziehung. You have bonded with Shadowheart, body and soul. Her scent lingers on your skin. If there is to be anything between us, it must be with her consent. And perhaps someday, her participation. Schattenherz kann mitmachen. Ich werde mit Schattenherz reden. Take your time. I'll be waiting. Ja. Allerdings ist Folge vorbei. Von daher quatschen wir erst in der nächsten Folge mit Schattenherz. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und der Naturbursche, er möchte die beiden Ladies. Tja. Wenn Schattenherz ja sagt, warum nicht? Ich wünsche euch was. Bye, bye.